Und jetzt schauen wir uns mal sie hier an. Dies scheint die Leiche einer alten, ja uralten Frau zu sein. Abgesehen von dem Gestank des Balsamierungsöls, den Stichen, die ihren Mund versiegeln und der Zahl 679, die auf ihre rechte Wange gesteckt wurde, sieht sie jetzt wahrscheinlich kaum anders aus als in den letzten Jahren ihres Lebens. Wir können sie auch nicht wirklich untersuchen. Also sprechen wir sie mal an, um vielleicht eine Reaktion zu provozieren. Sag mal, hast du nachher schon was vor? Die Leiche starte ich weiter an. Ich will mit ihr begraben sein. Morte. So, und was ist mit dir? Bist du vielleicht Skelett 42? Dieses belebte Skelett stinkt fürchterlich, als ob es erst vor kurzem präpariert worden ist. Sein Kiefer und die wichtigsten Gelenke sind straff mit Lederriemen umwickelt und ein roher Kittel ist ihm übergeworfen worden. Die Zahl 1221 ist ihm in die Stirn gemeißelt worden. Darf ich vielleicht fragen, wozu der Kittel? Ich meine, du hast doch eh nichts, was du verstecken könntest. Das Skelett antwortet nicht. War nett, mit dir zu reden, Gerippe. Bleib gesund. Ob dieser Graubart wohl etwas dagegen hat, wenn ich mir dieses Knochengerüst mal ausborge? Das hatten wir doch schon, oder? Also, sagen wir wieder, ich glaube kaum, dass er in seiner Lage etwas dagegen haben wird. Und es ist wieder zu klapprig und zu kaputt. Na gut, also gehen wir. Und jetzt, also den Bereich hier hatten wir ja schon nach Skeletten abgesucht. Gehen wir mal hier weiter. Erledigt. Obwohl unsere Runde gleich um ist. Hier ist noch ein Zombie. Noch ein Zombie und ein Staubmensch. Ah, da ist noch ein Skelett. Das Skelett dreht sich um und steht dir gegenüber. Die Nummer 42. Ja, schön. Ist in seine Stirn gemeißelt und einige seiner Knochen, besonders der Kiefer und die Gelenke, sind mit Lederriemen zusammengebunden. Sein Körper ist in einen schwarzen Kittel gehüllt. Ich glaube, dass das die Leiche aus dieser Erinnerung ist, die ich hatte. Durch deine Stimme aufgeschreckt richtet sich das Skelett plötzlich auf. Es verschränkt seine Arme und seine Finger haken sich in die Rippen ein. Ja, dann tun wir ihm das doch mal gleich. So war das nämlich bei uns im Traum auch. Also verschränken wir die Arme vor der Brust. Daraufhin lässt das Skelett die Arme nach unten fallen. Die Lederschnüre, die den Torso zusammenhalten, reißen und der Brustkorb öffnet sich wie eine Doppeltür. Makaber. Na gut, greifen wir mal in den Brustkorb hinein und tasten. Denn irgendwas haben wir da ja eingenäht damals, als es noch ein Zombie war. Zu deiner Überraschung verschwindet deine Hand, als du den Brustkorb fasst. Du hast das seltsame Gefühl, dass sie woanders ist. Als du den Brustkorb fasst, stößt deine Hand auf einen unsichtbaren Gegenstand. Er hat etwa die Größe einer Faust und scheint an der Wirbelsäule des Skeletts befestigt zu sein. Ziehen wir es mal raus. Oh. Als du den Gegenstand herausziehst, fällt das Skelett plötzlich zusammen und die Schrauben, mit denen die Gelenke gesichert wurden, fallen auf den Boden. Was immer dieser Gegenstand auch war, es scheint das einzige gewesen zu sein, das das Skelett zusammengehalten hat. Schauen wir es uns mal an. Es sieht wie ein unscheinbarer Eisenbrocken aus. Du kannst dir nicht vorstellen, warum irgendjemand ihn in den Brustkorb eines Skelettes verstecken sollte. Als du den Eisenklumpen mit beiden Händen berührst, um ihn zu untersuchen, hörst du ein Hiss und das Metall verdunstet. Zurück bleibt ein merkwürdiger Dolch, eine Handvoll Münzen und in einem schmutzigen Tuch. Achso, eine Handvoll Münzen in einem schmutzigen Tuch und zwei blutige Tränen. Es sieht aus, als käme das alles aus dem Inneren des Eisenklumpens. Schauen wir doch mal kurz. Also ein paar Münzen, die sind immer gut. Ein Dolch, der aber nicht wirklich gut ist. Und zwei Heiltalismane. Na gut, praktisch ist das auf jeden Fall, aber irgendwie habe ich ein wenig mehr erwartet. Ich bin weg. So. Schon gut. Und der Staubmensch wird hier auch schon wieder nervös. Wir halten schon ziemlich lange hier auf, dafür, dass wir eigentlich nur runtergehen wollten, um Adan zu finden. Also ja, gehen wir hier erstmal weg. Wir können später immer noch wiederkommen. Auch wenn das Einzige, was da oben noch ist, die Zombies sind. Oh,
Hast du was Neues zu sagen? Du triffst auf einen streng aussehenden Mann in schwarzen Roben. Er mustert dich misstrauisch. Du, sag, was du hier willst. Das ist jetzt wirklich neu. Wir können den Unschuldigen mimen, wir können ihn anbluffen, wir können ihn versuchen, das Genick zu brechen. Oder sagen, wir wollen zum Ausgang. Versuchen wir lieber so zu tun, als wenn wir nicht wüssten, wo wir sind und so. Dass wir also ein Besucher sind, der sich verlaufen hat. Ich finde mich in diesen Hallen nicht gut zurecht. Gibt es hier Führer, die Besucher den Weg weisen können? Der Staubmensch runzelt die Stirn. Er sieht skeptisch aus. Es gibt Führer, die dich zum Vorzimmer hinbringen können. Gehe niemals ohne Begleitung durch die Leichenhalle. Danke für deine Hilfe, ich werde den Führer mal ansprechen. Schön. Also hier unten kommen wir auch voran, ohne großartig aufgehalten zu werden. So weit, so gut. Dann gehen wir jetzt mal hier zu dem Geist, den Morte gesehen hat. Ja, jetzt ist sie auch durchgehend da. Und sie erinnert uns an etwas. Ja, das ist der Geist, den wir gesehen haben, als wir hier angekarrt wurden. Das ist eine von unseren Erinnerungen. Sie muss wichtig sein. Sprechen wir sie mal an. Du siehst eine umwerfend schöne, geisterhafte Gestalt vor dir. Sie hat ihre Arme verschränkt und die Augen geschlossen. Sie hat langes, fließendes Haar und ein ätherischer Hauch weht durch ihr Kleid. Als du sie anschaust, bewegt sie sich leicht und ihre Augenlider flattern. Warten wir einfach mal kurz. Du? Was führt denn dich hierher? Kommst du, um mit eigenen Augen anzusehen, welches Unheil du angerichtet hast? Sollte ich vielleicht im Tode noch irgendetwas mit dir anzufangen wissen? Mein Liebster. Mein Liebster? Kenne ich dich? Der Geist formt seine Hände zu einer flehenden Geste. Wie kann es sein, dass die Gedächtnisdiebe immer noch meinen Namen aus deiner Erinnerung stehlen? Kennst du mich nicht mehr, mein Liebster? Der Geist streckt seine Arme aus. Denk doch nach! Die Stimme klingt jetzt wieder verzweifelt. Der Name Dionara muss dich doch an etwas erinnern. Also wir können die Wahrheit sagen. Wir können lügen. Oder ein Mittelding. Ja, das klingt gut. Ich glaube, meine Erinnerung regt sich. Erzähl weiter. Vielleicht können deine Worte die Schatten aus meinem Verstand vertreiben, Dionara. Jawohl, sie hat uns ja wirklich auch an was erinnert, nämlich an diese Traumsequenz am Anfang. Oh, endlich ist das Schicksal einmal gnädig. Selbst der Tod kann mich nicht aus deinem Gedächtnis verbannen, mein Liebster. Verstehst du nicht, deine Erinnerungen werden zurückkehren. Sag mir, wie ich dir helfen kann, ich werde alles tun. Das ist doch eine gute Verhandlungsbasis. Das Wichtigste ist herauszufinden, wer wir wirklich sind. Also fragen wir, weißt du, wer ich bin? Du bist zugleich gesegnet und verflucht, mein Liebster. Und du bist der, den ich nie ganz aus meinen Gedanken und aus meinem Herzen verbannen konnte. Das war ein wenig zu kryptisch. Gesegnet und verflucht? Was soll das heißen? Was dein Fluch bewirkt, ist doch offensichtlich, mein Liebster. Sieh dich nur an, sie zeigt auf dich. Der Tod verschmäht dich, deine Erinnerung lässt dich im Stich. Fragst du dich denn gar nicht, warum? Das Warum ist nicht wirklich wichtig. Also, es ist natürlich schon wichtig, warum wir verflucht wurden, aber alles andere ist erstmal wichtiger. Also, wer wir sind, wie wir hergekommen sind, wie wir das Ganze rückgängig machen können und so weiter. Mal abgesehen von den Erinnerungen und angenommen, der Tod hätte mich zurückgewiesen, warum ist das ein Fluch? Unsterblichkeit klingt so doch gar nicht so schlecht. An deiner Fähigkeit, von den Toten aufzuerstehen, gibt es keinen Zweifel. Ich glaube, dass deine Gedanken und Erinnerungen mit jeder Inkarnation schwächer werden. Du behauptest, du hättest deine Erinnerung verloren. Vielleicht ist dies eine Begleiterscheidung deiner unzähligen Tode. Wenn ja, was wird denn bei deinem nächsten Tod noch alles abhanden kommen? Wenn du den Verstand verlierst, wirst du nicht einmal mehr wissen, dass du nicht sterben kannst. Dann bist du wahrlich verdammt.
Naja, dann würde man ein ganz normales Leben leben, irgendwann aus Versehen sterben, wieder wach werden und wieder ein ganz normales Leben leben. Ja, das klingt schon irgendwie wie ein Fluch. Aber unzählige Tode? Wie lange geht das denn schon so? Genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es schon lange genug dauert. Also auch wieder keine direkte Antwort. Fragen wir sie mal ein paar andere Sachen. Wir können sie fragen, wer sie wirklich ist, aber das könnte sie falsch verstehen. Aber wenn sie uns wirklich liebt, wird sie Verständnis haben. Wir fragen sie mal, wer bist du? Der gleiche Text wie am Anfang. Und wir sagen wieder, die Erinnerung regt sich. Das heißt, wir können jetzt noch fragen, wo wir sind und fragen nach einer Flucht. Das könnte sie aber auch falsch verstehen, wenn wir jetzt sagen, wir müssen hier weg. Dann sagt sie, wie, du willst ohne mich gehen. Also fragen wir erstmal, wo wir sind. Danach können wir immer noch versuchen zu fliehen vor einem rachsüchtigen Geist. Kannst du mir sagen, wo ich hier bin? Wo du bist? Du bist hier bei mir, mein Liebster. Wie damals, als das Leben uns noch beide hatte. Jetzt trennt uns die ewige Grenze voneinander. Oh. Also in der Traumsequenz haben wir einen Geist gesehen. Wir haben aber auch eine Menschenfrau gesehen, die später zu einem Zombie wurde und uns anklagend auf uns gezeigt hat. Zusammen mit ganz vielen anderen Toten. Das könnte sie auch sein. Wir können jetzt noch nach der ewigen Grenze fragen. Obwohl wir ja eigentlich wissen, was das ist. Nämlich der Tod. Dionara klingt traurig. Es ist eine Grenze, die du wahrscheinlich nie überschreiten wirst, mein Liebster. Es ist die Grenze zwischen deinem Leben und dem kläglichen Rest meines eigenen Lebens. Okay, fragen wir sie die letzte Frage, die wir fragen können. Ich muss fort von diesem Ort. Kannst du mir dabei helfen? Als du Dionara die Frage stellst, schnürt es ihr die Kehle zu. Nee, schnürt es dir die Kehle zu. Du erkennst, dass wenn du sie nach einem Fluchtweg fragst, in ihr das Gefühl geweckt werden könnte, dass du sie verlassen willst. Wenn du sie fragen willst, wie man hier wegkommt, musst du das ganz vorsichtig anstellen. Die Auswahlmöglichkeiten sind nicht wirklich groß. Wir können sie direkt fragen. Also wir können sie direkt fragen, wenn wir den Ort verlassen kann. Oder wir können an ihren Schutzinstinkt appellieren. Ja, das kommt bei den meisten Frauen gut an. Oder es kommt nicht unbedingt gut an, aber es funktioniert meistens. Dionara, ich bin in Gefahr. Weißt du einen sicheren Ort? Ich werde auch so bald wie möglich zurückkommen, um mit dir zu sprechen. In Gefahr? Dionara schaut dich besorgt an. Natürlich, mein Liebster. Ich werde dir mit allem, was in meiner Macht steht, helfen. Sie schließt ihre Augen für einen Moment und du siehst, wie ein ätherischer Zephyr ihren Körper durchfährt und ihr Haar zerwühlt. Ein Augenblick später erstirbt der Zephyr und langsam öffnen sich ihre Augen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja? Ich fühle, dass dieser Ort viele Türen hat, die vor den Augen Sterblicher verborgen sind. Vielleicht könntest du eins dieser Portale zur Flucht benutzen. Sie redet also auch von den Portalen, die dieser nicht-tote, untote Zombie-Spion erzählt hatte. Der meinte ja auch, um uns herum sind überall Portale. Sie sagt das Gleiche. Portale sind Löcher in der Existenz, durch die man Ziele auf den inneren und äußeren Ebenen erreichen kann. Wenn du den passenden Schlüssel finden würdest, könntest du durch eines entkommen. Den Schlüssel für das Portal hier haben wir eigentlich schon. Aber fragen wir sie nach weiteren Schlüsseln? Dionara zögert kurz, als versuche sie sich zu erinnern. Ein Portal erkennst du erst, wenn du den richtigen Schlüssel besitzt. Dieser Schlüssel kann alles Mögliche sein. Ein Gefühl, ein Stück Holz, ein Dolch aus versilbertem Glas, ein Stofffetzen, eine Melodie, die du vor dich hinsummst. Ich fürchte, die Staubmenschen sind die einzigen, die dir sagen können, mit welchen Schlüsseln du ihre Hallen verlassen kannst, mein Liebster. Dann werde ich einen von ihnen fragen. Leb wohl, Dionara. Warte einen Augenblick. Ich habe viel gelernt, als ich mit dir reiste, mein Liebster. Und was du verloren hast, habe ich bewahrt.
Ich habe nicht alles, was ich weiß, an dich weitergegeben. Ich sehe klar, während du im Dunkeln tappst und auf den Funken meines Geistes und auf den Funken eines Gedanken wartest. Und was genau siehst du, was ich nicht sehen kann? Auch die Zeit verliert an Bedeutung, wenn wir der Vergessenheit anheimfallen, mein Liebster. In meinen Visionen sehe ich schon, was sein wird. Ich sehe dich, mein Liebster. Ich sehe dich so, wie du jetzt bist. Und Dionara verstummt.